Achtung! Dieses Video ist ein Sündenvideo. Alles, was ihr hier seht, ist eine Kritik vom Spiel. Ich möchte hier nicht das Spiel schlecht reden. Das Video wird auch noch mit sehr viel Ironie und Sarkasmus bestückt. Also nicht alles ernst nehmen. Aber es gibt auch informative Sachen. In diesem Video ist wochenlang sehr viel Aufwand gekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und jetzt viel Spaß. Ich habe noch nie gesehen, dass Terrorgruppen sich selbst vorgestellt haben. Und dazu noch kämpfen sie nicht gegen irgendwelchen Glauben oder ihre Freiheit, sondern sie kämpfen gegen eine andere Terrorgruppe. Ich weiß zwar nicht, in welche Terrorgruppe sie kämpfen wollen, denn die einzige Terrorgruppe in diesem Universum ist amerikanische Militär. Dieser Anfang in COD habe ich überhaupt nicht erwartet. Wir sehen nicht nur einen Terroranschlag, sondern einen Terroranschlag, der sogar so weit geht, dass wir sogar einen Suizid gefährden sehen. Echo 3-1 an Charlie 2, Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich, Kane. Verstanden, 3-1. Hitman-Teams bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht, bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Laswell, schießen Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt, aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursikstan bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe, aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Sie sagt das, aber wir bombardieren ein ganzes Lager von den Russen weg. Chemikalien drin sein, Masken auf! Du brauchst nicht wirklich eine Maske aufhaben. Das Gas würde in diesem engen Raum nicht lange aushalten. In diesen ganzen Stunden hätte das Gas sich schon längst verziehen. Also gibt es keinen Grund, eine Gasmaske zu tragen. Wir haben ein Problem. Die Typen sind von der russischen Armee. Spetsnaz. 3-1 am Watcher. Barkov Söldner sind Spetsnaz. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Und das merkt ihr erst jetzt? Warum habt ihr nicht davor auf russische Symbole oder Buchstaben geachtet? Hätte man sich nicht davor informieren sollen, statt direkt alles zu bombardieren? Das hätte diesen Aufwand erklärt. Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team vor Ort. Das ist nicht ratsam. Und Sie entscheiden das Colonel. Nicht. Laswell. General, meine Leute... Norris, Sie können wegtreten. Oh, sehe ich da eine bekannte Frau? Die Colonel, die hier mit Laswell redet, ist genau dieselbe wie aus Star Wars The Fallen Order. Tolle Schauspielerin, aber sie hat hier zu wenig Screentime. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Bombenträger oder schlimmer. Scharfschützen in Position. Negativ, Sarge. Es darf keine Panik geben. Wissen die Terroristen das, Sir? Garrick, machen Sie aus London kein Kriegsgebiet, klar? Ja, glasklar. Wenn ihr wisst, dass hier eine Terrorgruppe bald einen Terroranschlag machen, warum habt ihr keine Vorkehrungen gemacht? Zum Beispiel alle Leute zu sichern. Oh? Verbündete! Alles gut. Hast du eine Waffe? Captain Price, Ex Machina. Captain Price, Sergeant Garrick, Sie kommen mit. Hat Garrick noch nichts vom englischen Militär gehört? Das wundert mich, weil sie sich auf einmal vorstellt. Können Sie ihm helfen? Ich versuch's. Ich will meine Helden! Dieser Bombenzähler macht keinen Sinn. Er hilft sogar den Soldaten, die Bombe zu entschärfen, damit sie wissen, wie lange sie noch haben. Die Bombe hat nur 5 Sekunden angezeigt. Doch Captain Price schafft es einfach über 5 Sekunden. Unfassbar. Al-Qatala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Ursikstan. Willkommen in Ursikstan. Oder wie ich es nenne, nicht Syrien. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim, nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus, bereitet alles vor. Keine Ahnung, warum jetzt englische Untertitel kommen. Wahrscheinlich wollten die Entwickler, dass die Iraner eine andere Sprache sprechen. Doch dann haben sie vergessen, diese einzusprechen. Frisches Gas gestohlen. Nur Al-Qatala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Qatala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Qatala und der russischen Armee.
Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie... Bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Ah ja, jeden Tag. Bestimmt kann Russland Usbekistan komplett einnehmen. Aber wahrscheinlich nicht jahrelang. Bestimmt hätte schon ein anderes Land irgendwas gemacht. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granate, wir improvisieren. Nicht schlecht. Er sagt dies, aber er kann einfach Bombendrohnen rumfliegen lassen. Schon etwas komisch. In diesem Level erobern wir einen russischen Militäraußenposten. Komisch, dass wir das nicht mit Usbekistan machen können. Die Ressourcen hätten wir auch da. Alex und Commander Karims Truppen haben General Barkovs Operationsbasis zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte in Usbekistan sind vorerst geschwächt. Wir müssen schnell agieren. Sergeant Garrick? Dank der Infos konnten wir die für Piccadilly verantwortliche Alcatala-Zelle zu einem Haus in Nord-London verfolgen. 3 SAS-Teams gehen rein, um sich ein Bild zu machen. Dieses Level ist ein Paradebeispiel, wie man eine Hausuntersuchung in Spielen macht. Für dieses geile Level ziehe ich jetzt 4 Punkte ab. So eine Scheiße. Sie wollte nach dem Zünder greifen. Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet. War das Richtige, Sir? Darauf kannst du wetten. Wir kennen die Position des Wolfs. Ja, und der Wolf hat anscheinend noch nichts von den VBRen gehört. Er lässt sogar die Seite komplett offen, damit jeder reinschnuppern kann. Echo 3-1. Sergeant Griggs. Immer. Nenn mich Alex. Keine Einheimischen. Guckt nicht mich an. Soll das ein Scherz sein? Jetzt kann nur das amerikanische Militär helfen? Wieso nicht die Freiheitskämpfer, die selber dafür kämpfen? Das macht doch alles keinen Sinn. Hier wollte ich nochmal ansprechen, wie gut die Inszenierung in diesem Spiel ist. In jedem Level wird eine große Präsentation zu dem Thema gemacht. Dafür ziehe ich jetzt 2 Punkte ab. Sicher! Wir sind da, Bruder. Alles gut. Alles klar, Alex? Gut, Griggs. Omar Suleiman, Sie befinden sich nun in Gewahrsam dieser Spezialeinheit. Tun Sie, was ich sage, oder Sie sind tot. Ich glaube, diesen Spruch kannst du bei den Terroristen lassen. 2-6 Echo im 2. Stock für Evakuierung. Achtung, primärer Zugangspunkt ist sicher, aber das Fenster schließt sich sehr schnell. Roger. Aufsetzen in 3. 2-6 Ende. 3 Minuten. In 3 Minuten sind meine Männer drinnen und wir werden euch alle töten. Wieso haltet ihr den Wolf noch in Usbekistan fest? Warum lässt ihr ihn nicht gleich in Amerika fliegen? Alcatala hat keine Luftabwehr. Ihr könntet ganz einfach mit Helikopter nach Amerika fliegen. Herr Botschafter, hören Sie mich? Ich versperre die Tür. Stacy, versteck Sie! Botschafter! Oh mein Gott! Nein. Gemischt! Nein! Halt! Nein! Scheiße! Captain, der Botschafter ist tot, aber ich kann seine Assistentin zu Ihnen führen. Mach das. Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Hallo? Hier spricht Sergeant Kyle Garrick. Stacy Davidson. Tun Sie, was ich sage, dann bringen wir Sie in Sicherheit. Jetzt sollen wir die Assistentin zu Captain Price schicken, nur um eine Schlüsselkarte zu bekommen. Bekommen die Soldaten nicht Vorrang? Warum bekommen die selber keine? Flieger für Luftunterstützung? Eine Drohne, Treibstoff gering. Hab verstanden. Drohne ist in Position. Du musst Ziele markieren. Captain, wir sollten uns den Wolf schnappen und verschwinden. Negativ. Wir halten diese Position. Danach können wir weitersehen. Jetzt sollen wir nochmal für eine halbe Stunde Alcatala vom Wolf abwehren. Was für ein Spaß. Sicher. Alles gut. Er ist weg. Ja, es hätte doch jemand Wache stehen können. Oder einfach gehen können. Diese ganze Mission war so unnötig. Dafür packe ich jetzt 2 Punkte rauf. Der Wolf ist jetzt beim Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq Al-Mut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Den Highway des Todes gab es übrigens wirklich. Er hieß Highway of the Death und beziehte sich auf die stark bombardierte Abschnitte der Autobahn im Irak während des Golfkrieges, die zu schweren Zerstörungen und vielen Todesopfern führten. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Wirklich jetzt? Musste das sein? Und vor allem, Lachen ist die beste Medizin? Wer hat sich dieses Skript ausgedacht? Mein Laster ist voll mit Sprengstoff! Starkem Sprengstoff! Benutzen wir ihn! Mach schnell die Heckklappe auf! Ich gebe uns Deckung!
Russisches Gas? Ja! Yeah! Plot Twist! Hadia hatte schon immer das Gas. Wow, ist uns ja nicht am Anfang schon aufgefallen. Schwester! Runter von mir! Wie könntest du das tun? Wir hatten keine Wahl, Pfarrer. Es geht nicht anders. Nein, nicht so. Ja klar, anders ging's nicht. Ihr konntet ja auch nicht irgendwie aus dem Gebiet flüchten oder so. Zu Hause geblieben, zum Lernen. Wir gehen jetzt an einen bestimmten Punkt von Pharaohs Vergangenheit. Doch ich frage mich, warum überhaupt? Dieser Abschnitt hilft uns gar nicht. Sie zeigt uns nur, dass die Russen Usikstan angegriffen haben. Hinter dem Mund, Pharaoh! Es ist Gift! Nicht einatmen! Beeil dich! Wir sind zu Hause! Nur weil sie ihren Mund zugehalten hat, heißt das noch lange nicht, dass sie vom Gas nicht infiziert wurde. Und dazu kann das Gas durch die Hände gehen. Jetzt bekämpfen wir einen Bosskampf gegen einen Russen. Als Kind. Mit 4 oder 5 Jahren. In einem schlechten Land. Mit schlechter Luft. Weißt du Bescheid? Oh, Hadia! Wo kommt Hadia auf einmal her? Ich habe ihn letztens brennen in die Ecke gesehen. Okay. Finger weg! Para! Ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet. Perfekt. Antagonist ist bedrohlich und eklig, Klischee. Alex? Alles okay? Geht's dir gut? Wo ist er? Wo ist er? Weg, Pfarrer! Nein, Hadir! Pfarrer! Hadir! Lass es! Manek! Stopp, Pfarrer! Stopp! Ich kann, wo ist er? Es war Hadir. Hadir ist der Dieb. Es tut mir leid, Captain, ich wusste das es nicht. Das konntest du auch nicht. Schon gut, Pfarrer. Wir kriegen ihn. Wie hättest du das denn erfahren können? Er hat's dir ja nicht gesagt. Ihr Bruder ist ein Terrorist. Ist bei den Al-Qatala. Wir wissen nicht, ob er ein Terrorist ist. Wir wissen's nicht. Natürlich ist er einer. Er terrorisiert Russland. Auch wenn man sagen kann, dass Russland nicht tolle Sachen macht. Heißt das noch lange nicht, dass man sie mit Gas attackiert. Das heißt es für gewöhnlich nicht. Wir schon. Ich will Pfarrer im Team. Das ist keine Bitte. Na gut. Sie haben Befehlsgewalt. Sie alle. Und damit ist die Task Force 141 vervollständigt. Schöner Überwach. Aktivität. Nice, wir bekommen wieder eine von diesen Night Vision Missionen. Dafür ziehe ich jetzt wieder einen Punkt ab, aber setze jetzt wieder einen drauf, weil diese Passage zu kurz ist. Hier haben wir wohl ein Erdhörnchen. Alle Stationen. Keller in Gebäude 2. Gehen rein. Okay, durch die Luke. Ich gehe vor. Gute Jagd. Wir folgen dir. Kontakt! Sekte! Echo 3-1 an Bravo 06. Tunnel eingestürzt. Statusbericht. Warum hat Al-Qatala nicht gleich alles zugemauert? Sie wussten, dass Soldaten in ihre Höhle kommen. Timer, er hat eine Weste. Kein Fernzünder! Zählt weiter! Wir können sie entschärfen. Hilf mir! 20 Sekunden. Und schon wieder hat eine Bombe einen Bombenzähler. Al-Qatala muss diese Bombenzähler lieben. Gute Arbeit, ich gratuliere. Doch obwohl wir schon die Gläser klirren hören, muss die Feier noch warten. Hadir und seine neuen Freunde sind aktiv. Wo sind sie? Eins nach dem anderen. Niemand sagte, sie sind Freunde. Der General wäre anderer Meinung. Norris, Sie sollten... Sagen Sie es, Laswell. Sonst tue ich's. Das Kommando hat Farahs Truppen reklassifiziert. Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste. Welche Liste? Von ausländischen Terrorgruppen. Meine Marines behandeln Farahs Truppen jetzt als Feinde. Wer hat sich denn den Müll ausgedacht? Farah wurde für einen Einsatz gebraucht und danach wurde sie nicht mehr weitergebraucht? Wirklich jetzt? Und jetzt wird sie einfach rennen lassen? Ich bringe euch um! Du solltest dich verabschieden von deinem Bruder. Vielleicht siehst du ihn nie wieder. Jetzt springen wir wieder zu einem Pharaoh-Abschnitt, der uns zeigt, wie sie im Russengefängnis von Barkov gedemütigt wurde. Ach, dann siehst du deinen Bruder ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken.
Jetzt bekommen wir noch Waterboarding zu sehen. Ich dachte schon, das Spiel hat nicht genug unnötig übertrieben. Oh, danke, Schwester. Farah, komm, die Waffen, hier. Oh yeah, Gefängnisausbruch. Yes. Helikopter, es ist Barkov. Der Feindling haut ab. Was erwartest du von einem rückgratlosen Hund? Andere Frage, wie konnte Barkov so schnell entkommen? Lass sie in der Ruhe! Nicht schießen! Schießen. Wer ist Commander Karim? Ich bin Karim. Sie haben uns kontaktiert. Lieutenant John Price, wo sind die anderen? Ah, Farah, guck weg, sofort! Erschossen! Auf! Adir! Fester! Adir! Schwester! Adir, alles okay? Sie sind da. Ja. Geschafft. Dank dir. Eigentlich nicht. Eigentlich wärst du jetzt schon ohnmächtig gewesen. So lange hättest du nicht ausgehalten. Kann man es ihm übel nehmen, hä? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadir. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren in Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldiger werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Unser Sergeant? Ist bereit. Und woher habt ihr jetzt herausgefunden, dass der Schlechter in Moskau ist? Alle Aussicht, Nikolai. Warte mal, Hauptstadt vor Moskau. Die gute alte Zeit. Hm. Da sind zwei an der Tür. Mehr Alcatala im Innern. Fahrzeug kommt. Beobachten. Guter Ort. Parkt nur, Wichser. Krass, dass ihr nicht nur wusstet, dass der Schlechter in Moskau ist, sondern auch noch die Straße genau wisst. Ruhig bleiben, wir haben Befugnis. Sag's ihm, Karl. Ja. Jetzt verfolgen wir den Schlechter durch die ganze Stadt. Ist eigentlich eine geile Mission. Wären nur die Gegner weg. Wir haben ihn! Gehirnerschütterung macht Flucht schwierig, was? Nur ein Kratzer. In den Wagen mit ihm. Ja, und wie konnte Nikolai mit dem Wagen zu euch kommen? Die ganzen Straßen waren voller Autos. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS? Hä? Und du, Sergeant? Du hey, Scheiße, halte deinen Kopf an! Der verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain. Genau das machen wir ja. Gibt es nicht andere Wege, Hadir zu finden, statt den Schlechter zu verhören? Ihr habt doch auch davor herausgefunden, wo der Schlechter war. Sergeant Garrick, das Paket ist hinten. Was ist das? Drück bitte. Ja, jetzt benutzen wir auch noch Geiseln für das Feuer. Das Spiel kann ja nicht aufhören zu übertreiben. Nach Hause, ja. Ich hoffe, das kam jetzt nicht aus Gas Mund raus. Karl, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Jetzt haben wir tatsächlich eine Wahl. Wir können auswählen, ob wir dabei sind und uns schmerzhaft ansehen, wie wir den Schlechter erhören. Oder Price und die anderen machen das. Ich habe sehr lange nachgedacht und habe mich für das Erste entschieden. Nennt mich jetzt bitte nicht einen Soziopath, nur weil ich jemanden quälen sehe. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Sie haben Geiseln. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze, wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Diese One-Liner von Price finde ich so episch, aber ich kann Gas verstehen. Ihr macht das, was Soldaten nicht machen. Suchtrupp. Adios, Leute. Sie suchen noch. Dann sind wir nicht zu spät. Holen wir uns Adia, bevor ihr in Barkovs Keller einen dritten Weltkrieg anzettelt. Nice, wieder einer von diesen Nightvision-Missionen. Und diesmal geht sie viel länger und wir sind sogar auf uns allein gestellt. Dafür ziehe ich jetzt 2 Punkte ab. Da ist das Anwesen. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Was haben wir, Boss? Haupthaus ist friedlich. Aktivitäten am Hohenturm, in der Kirche und beim Pool.
abseilen. Natürlich kommt jetzt dieses typische Spieleprinzip, dass wir jetzt 3 Punkte abklappern müssen. Und dazu sind wir auch noch alleine. Price kommt nicht mal mit. 4-5-1! Wir brauchen sie lebendig. Los! Bitte, ich wusste nicht, was hier sein! Er ist nicht hier! Deine Familie war! Beschützt ihr ihn etwa? Nein, wir holen dich. Komm! Wartet! Ich bin nicht euer Feind, seht? Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemiefabrik. Ja, ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Captain. So nicht. Dann helft uns. Bitte, helft meiner Schwester. Wieso willst du noch deine Schwester helfen, wenn sie genau dasselbe macht wie die Soldaten? Helft meiner Schwester. Leise. Runter! Es sind Barkovs Männer! Woher wusste Barkov, dass Hadir hier ist? Das ist Laswa. Was macht sie hier? Ich rieche Blut. Laborinfos. Behalte die. Ja, Sir. Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir liefern ihn aus. An wen? Russland. Ein Austausch? Kein Austausch. Was ist los, Boss? Moment. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Captain Price hat recht. Warum sollte man Hadir den Russen geben, wenn die Russen vor kurzem Hadir fast getötet haben? Das ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikola ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. 2 Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex, besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkessel. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Laswells Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutz, Nordseite der Brücke. Feuer frei. Volltreffer, Watcher! Volltreffer! Ding Dong! Jemand zu Hause? Wir nach! Yalla, yalla! Perimeter offen, Kate. Wir rücken vor. Ich glaube, dieser Anschlag wird kräftige Folgen haben. Wie awesome ist dieser Bosskampf gegen den Juggernaut? Dafür ziehe ich jetzt 1 Punkt ab. Sicher! Was ist los? Zünder ist am Arsch. Und jetzt? Ich gehe da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Farah, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Braucht ihr wirklich diese Fernzünder? Ihr könnt auch von außerhalb einfach dort reinschießen und dann explodiert alles. Es gibt so viele Möglichkeiten, das anders zu machen. Hier ist nur einen Terroristen. Einen Toten! Farah, wie ist dein Status? Captain, Barkov ist tot. Eigentlich war Barkov ein cooler Antagonist, aber irgendwie war er schneller tot, als man ihn sehen kann. Und ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gas. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengungen, nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Das ist zwar eine epische Präsentation von Ghost, aber das macht keinen Sinn. Jeder Soldat hat ein Passfoto. Mein Gegenpart in Moskau. Die CIA kooperiert mit dem FSB? Nicht zum ersten Mal. Kamarov. Captain Bryce. Nikola. Du weißt ja böse, Junge. Von Ihnen ist das ein Kompliment. Bitte, wir sind doch Freunde. Wir Shooter. Für Bayreuth. Sergeant Kamarov wird uns helfen bei dieser Operation. Mit anderen Worten, die Story geht weiter ins Spec Ops. Bravo 6. Going dark.